Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Obscuritas. Herzlich willkommen bei Abonacho. Hup, was war das denn? Jetzt geht wieder. Muss ich gleich mal eines vorausschicken. Es ist leider, was heißt leider, es ist Gott sei Dank schön warm draußen und schön lange hell. Das bedeutet für mich allerdings leider, ich bin schon wieder ein bisschen raus, weil ich kann halt nur abends aufnehmen, wenn es dunkel ist, weil es halt ein dunkles Spiel. Und dann macht das am Tage keinen Sinn. Na, ich habe jetzt bei mir hier keine Rollos, Gardinen, nichts dran, weil ich wohne im 7. Stock. Was soll ich mir da die Aussicht verbauen? Und ja, von daher ist schon wieder ein bisschen was spät. Und ich starte jetzt zum zweiten Mal diese Aufnahme, weil die letzte Viertelstunde bin ich zu blöde gewesen, hier durchzulaufen. Und da habe ich gedacht, da tue ich euch nicht an. Also zwei, drei Versuche, okay. Aber ich bin echt irgendwie zu blöde. Und jetzt versuche ich es halt nochmal. Und hoffe, dass es mir etwas besser gelingt. Mich hat hier eben doch schon mal angeflüstert. Also ich habe immer so das Problem, dass ich etwas zu früh loslaufe. Aber diesmal hat es funktioniert. Sauber. Ich hatte tatsächlich immer das Problem, dass ich hier etwas zu früh losgelaufen bin. Und dann gab es ja auch so eine ganz, ganz nette Sache, und zwar hat dann irgendwas geflüstert. Das war aber dieses Mal nicht der Alte. Das waren andere Stimmen. Nur, ich habe die zwar wahrgenommen, aber die waren für mich sowas von uninteressant, weil ich mich echt auf dieses alte Ding konzentriert habe. Und daher waren die für mich nicht wirklich, sie waren halt da, ich habe sie gehört und hat das Lustbett. Das sieht nach dort hier nochmal komisch aus. Vielleicht doch nicht. Wohl eher nicht. Nö. Wohl eher nicht. Aber das waren dieses Mal, waren das, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, hier waren wir, ne? Da unten sind jetzt die beiden Dackel, ne? Ja, das war, wo uns der Hund da unten erwischt hat. Ach, da mussten wir doch irgendwie, warte mal. Ich glaube, da hinten geradeaus. Da war, glaube ich, ein Zahnrad. Das mussten wir holen. Aber wo wir es hinbringen müssen, das weiß ich nicht. Du kriegst mich nicht so. Wo ist denn der zweite hin? Und wo geht dieser eine hin? Ach du heilige Schande. Also der eine geht jetzt da hinten rechts. Der zweite geht jetzt auch hinten rechts. Dann laufe ich mal. Ah, nein, ich laufe wieder zurück. Der ist jetzt gerade nach links gelaufen. Wie war denn das nochmal? Also ich war da drinnen, da konnte ich nichts machen. Und dann bin ich nach da hinten gelaufen. Und da lag, glaube ich, irgendwo ein Zahnrad rum. Und dann bin ich wieder da reingelaufen. Und dann hat mich der Hund gekillt. Ich glaube, so war das. So, jetzt kommt der eine nach oben gelaufen. Wo ist denn dein Kollege, Digga? Ich glaube, den habe ich jetzt rechts gehört. Da ist er. Jetzt sind sie beide links. Ich muss da unten links rein, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Also ziemlich... Wo ist der zweite? Der eine ist jetzt nach rechts gelaufen. Jetzt läuft der zweite nach rechts. Und dann laufe ich jetzt auch mal. Und hoffe einfach. Ah, nein, da ist er schon. Du hast mich nicht gesehen. Du siehst mich auch nicht weiter. Ich bin einfach mal weg. Ah, da bin ich nicht rein. Na, nee. Kann ich hier hoch? Nein. Verdammt. Oh. Ich höre sie. Ich bin jetzt hier falsch. Ich glaube, ich muss hier rein. Da vorne scheint eine Tür zu sein. Echt, seht ihr? Da vorne. Das Dumme war, glaube ich, der Geisterhund, der hat uns durch die Scheibe dann angegriffen, ne? Das heißt, das kann mir dann hier auch passieren. Ja, mal gucken, wie ich da reinkomme. So ein großes Gebäude. Jetzt hat er mich gesehen.
Der hat noch nicht gesehen, wie geil ist das denn? Ja, aber hier drin ist auch nichts. Das ist das falsche Gebäude. Sieht zumindest jetzt nicht danach aus. Ich sehe hier jetzt nichts. Aber da hinten, glaube ich, musste ich dann rein. Ach du heilige Schande. Hört ihr auch, ne? Wenn ich sie jetzt noch sehen würde, aber jetzt kann ich mich gerade nur nach Gehör orientieren. Du halt mal die Klappe, du komische Eule. Ach, nicht doch. Kannst du nicht machen. Jetzt kommt er schon wieder. Beide. Der eine ist gerade reingelaufen. Der andere läuft nach oben. Ich glaube, jetzt können wir es riskieren. Ging's rein. Und da, bis hier läuft der Hund und da hinten nicht mehr. Und hier, da ist es. Nur wo müssen wir damit jetzt hin? Also bis hier hinten läuft der Hund nicht. Ich glaube, wir müssen da vorne rein. Und da hat uns der Hund aber erwischt. Aber ja, nee, da waren wir doch beim zweiten Mal dann drin. Hier sind wir doch erstmal runter. Konnten wir da hinten mit dem Zahnrad was machen? Ich glaube nicht, ne? Wo ist das alte Vieh? Ah, jetzt kommt's rein. Komm, du siehst mich nicht. Los, fein. Cool. Jetzt lauf. Auf. Und hier rum und da hinten rein. Da hinten kommt aber, glaube ich, auch rein. Also da kann ich nur, wenn ich mich ganz hinten... Nee, hier konnte ich damit nichts anfangen. Weiter komme ich nicht. Dann jetzt so. Hier kann ich damit auch nichts anfangen. Warum muss ich denn jetzt da mit dem Rad hin? Dann ich muss da unten irgendwo hin. Und dann ist da ja schon mal. Ist ja auch schon mal was wert. Da läuft er. Nein, lass das mit der Musik. Die kann ich jetzt nicht brauchen. Ja. Also mit dem zweiten kommt er auch hier rein. Nee, ne? Was kann ich hier nochmal gucken? Ich kann hier mit dem Zahnrad nichts anfangen. Hier sehe ich aber auch nichts. Auf die andere Seite will ich nicht wegen den Hunden. Weil ich sehe hier nichts. Und hier komme ich nicht durch. Wenn ich hier stehen bleibe, dann sieht er mich. Da kommt er schon wieder. Wo muss ich denn dann hin, verflucht? Ich kann ja nur darunter laufen. Die Sache ist nur, haha, wann? Du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht, also siehst du mich auch nicht. Ich werde da wahrscheinlich durch müssen, ne? Und die gehen ja nicht mal, die laufen ja die ganze Zeit. Ich kenne die Gegend nicht und die Hunde laufen. Das heißt, ich muss auch laufen und dann sehe ich aber auch nur die Hälfte. Ich sehe ja so schon immer nur die Hälfte. Das meiste finde ich ja nur, weil ihr es mal sagt. Also ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommt er schon wieder nach unten. Wo muss ich mit dem dusseligen Zahnrad hin? Große Frage. Jetzt kommt er wieder rein, ne?
die mich sehen, wenn ich im Busch stehe? Das werde ich jetzt feststellen. Einer ist jetzt links von mir. Ja, tun sie. Aber das musste ich jetzt einfach mal einmal ausprobieren. Die Frage ist jetzt nämlich wirklich, wo muss ich hin, wenn ich das Zahnrad habe? Das weiß ich nämlich nicht. Wir können jetzt von oben zumindest... Oh, hättest du mal auf leicht gestellt. Mädel, ich habe gerade erst wieder angefangen. Würdest du mich vielleicht einfach mal kurz warten machen lassen? Nicht wahr? Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Kann ich denn von hier irgendwas sehen? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Also wir haben da auch noch ein Pavillon. Vielleicht muss ich da rein, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wird aber insofern Sinn machen, weil ich muss nach ganz unten das Zahnrad holen. Das Pavillon, das ist völlig uninteressant. Sollte man vielleicht erstmal kurz reingucken, wa? Wo ist denn da der Eingang? Ich denke, ich flitze da jetzt gleich mal kurz runter, wenn er umdreht und wieder nach unten läuft. Jetzt muss ich erstmal kurz warten, bis er halt dreht. Bis er einmal hier war. Na, wo ist er denn jetzt? Ah, da unten kommt er. Na, ich werde irgendwo da den Weg, wo der Weg halt hergeht, wo die Hunde auch herlaufen. Da werde ich irgendwo her müssen. Aber... Ja, es sieht aber aus, als wäre es genau so ein Ding. Hier ist auch nichts zu reparieren. Sieht zumindest nicht dann aus. Nee. Aber... Vielleicht kann ich mich hier ein bisschen orientieren. Wenn ich hier sauber rausgucken kann. Ich wüsste jetzt nicht, wo. Wo muss ich denn dann dahin? Jetzt habe ich auch Glück gehabt. Der kommt ja doch hier rein. Das alte Mistvieh. Das geht ja gar nicht. Jetzt dachte ich schon, habe ich Glück. Nee, nix da. So, also Zahnrad wissen wir. Das ist da unten geradeaus. Da ist nix. Da ist nix. Das heißt, vom Zahnrad aus muss ich da hinten runter. Ich kann einfach nur laufen. Und hoffen. Also wenn die jetzt halt hier abgebogen sind, beide unten sind, der eine läuft jetzt gerade in das Gebäude rein. Der dürfte jetzt gleich in das zweite Gebäude reinlaufen. Ah, der läuft... Ah, okay. Und jetzt tigern sie beide nach rechts ab. Wo ist der zweite? Der tigert jetzt nach rechts ab. Lauf. Jetzt holen wir uns erstmal schnell das Zahnrad. Das ist jetzt wichtig. Und dann... ja, dann muss ich nach da oben, ne? So. Er hat aber auch nicht geputzt, die Fenster hier. Da kann man auch nichts sehen. Ich werde wohl nach da oben müssen. Da ist man ganz schwer von auszugehen. Und das stellen wir in der nächsten Folge fest. Ihr habt ja gemerkt, ich habe umgestellt. Und muss ich dann natürlich auch gucken, dass ich das auch hier gebacken kriege. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird das zwischendurch mal wieder so sein, dass es halt wieder nur dreimal die Woche läuft. Aber das ist halt nur, wenn es hart auf hart kommt. Ich versuche das schon jetzt ordentlich durchzukriegen. Aber das heißt eben, dass ich dann diese 15 Minuten Videos machen muss. Weil sonst wird es nichts.
Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es auf meine Social Media. Ich würde mich darüber freuen. Und dann hören wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye-bye.